und willkommen bei Volksfest TV. Heute unsere letzte Sendung für dieses Jahr, schon die 47. Das heißt, nächstes Jahr haben wir dann die 50. Mit Karl Müller, dem Volksfestbürgermeister, sind wir zusammen. Schon seit vielen, vielen Jahren in Heilbronn. Wie lange? Ich komme seit ca. 79 hierher. Die ersten Jahre nur ab und zu mal mit meinem Fahrgeschäft. Und die letzten 12 Jahre, seit ich den Maismann habe, regelmäßig jährlich. Genau, früher war es spektakulär, jetzt ist es ein bisschen ruhiger. Aber hier ein Volksfest-Urgestein. Wir haben viele zufriedene Stimmen bisher gehört. Man sieht es auch im Zelt, sowohl mittags als auch abends. Wie fällt das Zwischenfazit von den Beschickern aus? Ich glaube, das Zwischenfazit fällt gut aus, nachdem wir ja letztes Jahr ein schwächeres Jahr hatten, bedingt durch die Aktion, die da stattgefunden hat, mehr möchte ich gar nicht eingehen, haben wir heute, also heuer wieder ein sag mal, normales, gutes Volksfest. Das erste Wochenende war stark, Werktage waren nicht ganz so stark, aber das liegt natürlich auch in der abnormalen Hitze. Das ist klar, das wissen wir von anderen Festen, wir sind Profis, wenn es so heiß ist, kommt niemand mittags, aber die Heilbronner kommen abends und das ist wichtig. Das ist wichtig, laufen wir noch ein paar Schritte weiter. 2018, da war ja die Frage, wann soll das Volksfest stattfinden? Gibt es da schon eine Entscheidung? Ich hoffe, dass wir von Herrn Mayer, von unserem Festwirt und ja, unseren Gastwirt, der uns, wir würden uns Kitzelsocke, während der laufenden Veranstaltung noch Bescheid bekommen. Ich weiß nicht, man muss natürlich... Also ihr wärt lieber für den Termin, wie er jetzt ist, ne? Möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also wenn die Sache so laufen sollte, wie sie geplant ist, ich habe ja auch der Stimme heute wieder entnommen, dass die Verhandlungen sind mit dem zweiten Fest, das hier ist. Und wenn man das so verwirklichen könnte, sollte man vielleicht wirklich den großen Schnitt mal machen. Wenn man was verändert, muss man auch einen großen Schnitt machen, alles auf den Prüfstand stellen. Da gehört auch eine Terminverlegung dazu. Gut, und wir machen jetzt einen kleinen Schnitt, nämlich jetzt genießen wir erstmal hier den wunderbaren Maiskolben und dann geht es weiter ins Festzelt, okay. Da haben wir heute schon ganz spannende Gäste. Herzlichen Dank und wir gehen jetzt hier zum Maiskolben und dann zurück ins Zelt. Ja, zurück im Festzeltstudio bei unserer heutigen Sendung und zwar mit illustren Gästen im Hintergrund. Da spielen die Grummis. Wir freuen uns, dass der Feuerwehrchef da ist, Herr Jochim. Da haben wir einiges zu diskutieren nachher und uns anzuschauen. Dann Sebastian Faust, den kennen viele aus dem Fernsehen, vor allen Dingen auch aus Jagsthausen in diesem Jahr. Und wir freuen uns über noch einen weiteren Schauspieler, der in Neuenstadt schon seit vielen Jahren aktiv ist, Stefan Reis. Und ein ganz neuer, aber jemand, der schon in Mallorca für Furore gesorgt hat, nämlich Micha Kieble. Wir haben also vieles zu sprechen heute Abend bei Volksfest TV. Herr Faust, so ein Auftritt, Sie haben viele Auftritte schon gehabt, ein Auftritt so in so einem Festzeltstudio, ist das mal was Neues? Ja, tatsächlich. Also das ist wirklich das allererste Mal, dass ich hier eingeladen wurde und ich muss mich noch an die Lautstärke gewöhnen, aber es wird gehen. Ja, wir hatten gerade eine Jubiläumssendung, da haben die Leute gesagt, man versteht gar nicht, wie die Leute das verstehen überhaupt hier am Tisch. Ne? Aber wir kriegen das irgendwie gebacken. Wir beide kriegen wir kriegen das gebacken hin. Sie spielen jetzt im Götz, Sie spielen in Jagsthausen. Wie sind denn so die Erlebnisse und die Erfahrungen, die Sie in Jagsthausen jetzt hier gerade im Stück gemacht haben? Also beim Götz, das ist ja das Traditionsstück, was jedes Jahr gespielt wird. Da hatte ich Respekt vor, muss ich sagen, weil es halt ein Klassiker ist. Wir hatten aber einen hervorragenden Regisseur, der toll mit uns gearbeitet hat. Und es macht einen heißen Spaß. Ich spiele da, glaube ich, 6 Rollen. Teilweise ganz kurz, teilweise etwas länger. Also großartig, wird auch sehr gut angenommen. Das zweite Stück ist die Analphabetin, die rechnen konnte, ja eine Uraufführung. Und da ist immer die Schwierigkeit, man weiß ja nicht, wie kommt das Stück an. Es gibt ja keinerlei Erfahrungswerte. Und wir sind wirklich sehr positiv überrascht, dass das Publikum durchkichert, sage ich mal. Also die freuen sich wirklich sehr und das ist für uns natürlich auch toll. Jetzt wissen wir natürlich, Sie sind aus vielen Fernsehrollen bekannt, haben überall mitgespielt, im Tatort, natürlich auch in Rote Rosen. Und als wir gerade hier reingelaufen sind, dann haben viele gesagt, das ist doch der Sebastian Faust aus Rote Rosen. Passiert Ihnen das häufiger? In der Tat, also vor allen Dingen bei Rote Rosen. Man glaubt gar nicht, wie viele Fans die Serie hat und die müssen den Nachspann lesen, um meinen Namen sich zu merken. Es ist unglaublich und das passiert in der Tat gerade in dieser Serie, die aktuell auch gelaufen ist mit mir, durchaus häufiger. Man ist nicht unangenehm, oder? Nein, unangenehm ist mir das nicht. Nein, ich will keine übergriffigen Fans, keine Heiratsanträge, alles ist gut. Er ist mittendrin in der Karriere, Sie vielleicht noch am Anfang. Wäre das auch was für Sie, sage ich mal so, das Schauspielern zum Beruf zu machen? Ja, in der Tat. Also ich habe mich jetzt an mehreren Hochschulen beworben und werde jetzt ab September in Stuttgart dann auch meine Ausbildung zum Schauspieler beginnen. Sie sind seit 2004 bei den Freilichtspielen in Neuenstadt in verschiedensten Rollen. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass Sie dort mitgemacht haben? Der Wunsch oder der Drang zum Darsteller, der war irgendwie schon immer da, schon Kindesbein an und am Geburtstag von der Oma irgendwas aufgeführt.
Aber so richtig aufmerksam geworden bin ich durch so einen Flyer. Der ging dann mal rum in der Ortschaft bei uns und da stand drauf, wir suchen für die Kindergruppe neue Mitspieler. Und darauf habe ich mich dann beworben und Blut geleckt in Neuenstadt. Ja. Jetzt in diesem Jahr natürlich in Die blaue Maus zu sehen, ein umjubeltes Stück. Ich glaube, fast alles ausverkauft gewesen. Ein aufgekratzter Hallodri seien Sie, habe ich gelesen, bei uns in der Stimme. Ja. Stimmt es, ja? Ja, in der Tat, also die Rolle habe ich so angelegt. Wir waren in der Rollenarbeit relativ frei dieses Jahr. Aber fast sie einfach mit der Zeit. Wir haben die Leute in den goldenen 20er Jahren getickt. Vor jeder Vorstellung 40 Minuten Warm-up mit Swing-Musik und so, auf das Energielevel zu kommen. Ab und zu noch ein Espresso und dann passt der Hallodri. Ja, klasse. Herr Joachim. Wir wissen ja, Feuerwehrleute sind ja eigentlich auch Theatergänger, weil sie oft im Theater sitzen müssen, in Anführungszeichen. Sind Sie auch einer? Ja, nee, alles ist weniger meins. Ich bin mehr für die Sache im Freien zu haben. Was macht denn eigentlich der Chef der Feuerwehr? Ja gut, die Feuerwehr hat ja Hauptamt, also Berufsfeuerwehr und viele Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr. Und die versucht das so zu bespaßen, dass die zusammen regelmäßig den Schutz für unsere Bürger in Heilbronn hinbekommen. Wie bespaßt man die? Es ist so, dass einfach wichtig ist, dass man das Zusammenspiel so hinbekommt, weil das ist der große Unterschied. Manche machen das hauptamtlich, manche ehrenamtlich, aber wir brauchen das alles zusammen, um wirklich die Gesamtleistung hinzubekommen. Und das ist spannend. Heiß her geht's auch auf Mallorca, Michael Kieble. Also wir haben uns ja gewundert, als wir das erfahren haben, dass Sie da auftreten im Oberbayern, im Bierkönig, angesagte Locations vor vielen tausend Leuten, irgendwann in den frühen Morgenstunden und dann mit Ihrer Tuba auftreten. Ja, wie kommt es denn dazu? Ja, also ich liebe ja schon immer mein Leben lang die Musik und Party mache ich auch gern. Dann habe ich gesagt, okay, warum soll ich nicht mal selber einen Schlagersong machen, einfach selber schreiben. Und dann kam es dazu, dann bin ich auf ein Casting gegangen, um nach Mallorca zu kommen. Und dort hat es gleich super funktioniert, dann war ich im Megapark auf der Bühne, bin dort super gut angekommen, habe ich gesagt, okay, weiter geht's. Und so hat das Ganze jetzt seinen Lauf genommen und vor 4 Wochen war ich jetzt auf Promotour auf Mallorca und dort habe ich einfach mit meiner Tuba am Strand die Leute animiert und versucht, dort ein bisschen Party zu machen, hat super funktioniert. Also er hat ein ganz besonderes Publikum, Sie haben ein ganz anderes wahrscheinlich in Jagsthausen. Wie erleben Sie denn Ihr Publikum in Jagsthausen? Sehr konzentriert, sehr amüsiert und sehr engagiert. Also durchweg positiv, ganz toll. Es ist ja Ihr Heimatort Hamburg und jetzt leben Sie wahrscheinlich während der Festspiele in Jagsthausen oder in der Region. Ist das ein bisschen ein Kulturschock? Ja. Nein, das wird ja genannt die grüne Hölle. Es hat mich erst gewundert, warum man das so nennt. Jetzt weiß ich es. Es ist halt sehr viel Natur. Aber da wir proben und spielen und die Kollegen ja auch alle da sind, geht das. Also das ist jetzt nicht so, dass man da vereinsamt und irgendwie in den Rasen beißt. Ist alles gut. Jetzt weiß ich, jeder Schauspieler hat ja einen Trick, wie er seinen Text lernt. Was ist denn Ihr Trick, wie Sie Text lernen? Der ist ganz einfach. Ich lerne Text auf der Bühne, weil ich muss wissen, was ich tue. Wenn ich mich hinsetze und stumpf lerne, dann ist es halt wirklich mühselig, wie so ein Gedicht auswendig zu lernen. Wenn ich aber weiß, was dabei passiert, was die Kollegen machen, wo geht's hin, wo komme ich her, dann ist das erheblich leichter. Das heißt, die erste Probe immer mit Buch in der Hand, was Regisseure hassen, aber da müssen die durch. Und ab der zweiten Probe weiß ich dann, was passiert. Also dann ist es schon drin. Also Textlernen wahrscheinlich auch für euch ein Thema, gerade weil ihr auch keine Profis in Neuenstadt auf der Bühne sind. Wie ist das bei euch? Also da in Neuenstadt ist bei uns wirklich auch so, dass man am ersten Probentag den Text beherrschen muss, um einfach anders an die Arbeit herangehen zu können. Also wenn man dann während den Proben noch nach Text suchen muss, geht im Grunde genommen gar nicht mehr. Apropos Einsätze, was sind denn die spektakulärsten Einsätze in letzter Zeit für die Feuerwehr, für Sie gewesen? Gut, in der Dieselstraße hatte man einen relativ großen Brand, bei dem viele Menschen im Gefahrenbereich waren. Das war etwas, was sehr spektakulär war. Und sonst halt wieder so, Sie haben es in der Zeitung berichtet, der Verkehrsunfall auf der Autobahn, bei dem ein LKW fast abgestürzt ist. Das sind halt schon Dinge, wo man kurzfristig gefordert ist. Warum wird man denn eigentlich Feuerwehrmann? Ja gut, das ist schwierig. Ich sage, jeder muss ein bisschen einen Schaden haben, wenn er den Beruf sich raussucht. Weil es einfach so ist, wir gehen nochmal dorthin, wo andere eigentlich weggehen. Aber es ist ein Beruf, der sehr, sehr abwechslungsreich ist. Und das kann man wirklich sagen, man weiß von Minute zu Minute nicht, was man dann tut. Und das ist eigentlich die Herausforderung, der Spaß. Oh ja, und wie abwechslungsreich der Beruf als Feuerwehrmann ist, das können wir nun tatsächlich in unserem Einspielfilm zeigen.
denn wir hatten hier eine Rettungsübung aus dem Riesenrad, aus 42 Meter Höhe. Und was dort die Feuerwehrleute, eine Spezialeinheit, geleistet haben, um denjenigen, der oben in der Gondel festsaß, zu retten, das sehen Sie jetzt. Jetzt sind wir am Riesenradjuwel und simulieren mal, wie so eine Rettungsübung aussieht. Kommt es mal vor, dass hier der Strom ausfällt und irgendwie die Gondeln dann stehen bleiben? Es ist ein sehr, sehr seltener Fall, aber üben muss man es natürlich. Deswegen sind wir froh, dass die Höhenrettung heute mal da ist, um das mal zu testen, um mal auszuprobieren. Was kann denn exakt passieren? Es gibt ja auch ein Notstromaggregat, aber wir haben es jetzt gerade gemerkt, auch in Köln bei den Gondeln, das kann ja mal passieren, dass sie stehen bleiben. Ja, richtig. Also wenn der Strom ausfällt, können wir die Leute jederzeit runterholen. Aber es kann mal sein, wenn die Lager oben mal fest sind oder wenn irgendwas blockiert ist, dann muss die Feuerwehr doch mal anrücken. Wie gesagt, ein sehr seltener Fall. Gott sei Dank, ja. Aber den seltenen Fall, den wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Habt ihr ein spezielles Rettungsteam, das dann ausrückt? Ja, bei solchen Fällen kommt also die Höhenrettungsgruppe zum Einsatz. Das ist eine besonders ausgebildete Gruppe der Feuerwehr, gerade um Rettungen durchzuführen in großer Höhe und großen Tiefen. Gut, jetzt sind die da und vielleicht können Sie mal ganz kurz erklären, wie es dann abläuft. Gut, der Notfall tritt ein. Wir werden über 112, über den Euronotruf dann alarmiert. Die Feuerwehr kommt dann hier vor Ort. Dann müssen wir mal schauen, wie viele Leute jetzt in Gefahr sind. In erster Linie würde man natürlich die Rettung mit der Drehleiter durchführen, aber die Drehleiter kann ja nur Höhen bis 30 Meter abgefahren werden. Und alles, was höher ist, muss dann die Höhenrettungsgruppe wirklich hochklettern und die Leute dann abseilen mit Seiltechniken. Jetzt sind Ihre Mannen nach oben geklettert. Was ist da für eine Technik vonnöten? Gut, ganz wichtig ist natürlich immer die Sicherung. In diesem Fall kann man die Leiter hochsteigen, ganz normal, ohne Sicherung. Die Leute sind eigenverantwortlich, müssen schauen, wo sie Sicherung anbringen, wo nicht. Wenn man also gefahrlos hochsteigen kann, wie es hier der Fall war, weil wir das Glück hatten, dass die Leiter relativ, oder die Sprosse relativ schräg war. Also waren wir wie eine Einstellleiter eigentlich, dann kann man ungesichert hochsteigen. Sobald es aber gefährlicher wird, muss die Eigensicherung angebracht werden. Und auf was muss man dann achten, wenn man in der Gondel jemanden rettet? Ganz klar, die Leute mal beruhigen. Dann muss man die Leute darauf vorbereiten, was kommt. Weil ich kann nicht einfach die Leute schnappen, einbinden und sagen, so, jetzt geht es 42 Meter runter auf der Boden. Man muss sich darauf vorbereiten, was kommt. Und dann den Leuten auch ein Vertrauen zum Material vermitteln. Und dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Wie viele Seile braucht man dann zur Sicherheit, wenn es dann nach unten geht? Wir arbeiten immer mit der Redundanz, heißt es, also immer alles doppelt. Immer zwei Anschlagpunkte, zwei Seile, also ein Abseil, also ein Seil zum Abseilen, dann ein Lastseil und ein Sicherungsseil. Und das Sicherungsseil wird durch einen zweiten Mann geführt. Wenn jetzt das Abseil, also das Lastseil, irgendwie ein Problem auftreten würde, dann kann man mit dem Sicherungsseil immer noch sicher zu Boden fahren. Und wie waren Sie zufrieden jetzt, rückblickend? Ganz gut, war sehr zufrieden, hat schnell funktioniert, gefahrlos, nichts passiert. Im Ernstfall könnte man das Tempo etwas steigern, aber wir sind hier zur Übung. Deswegen lieber schauen, dass es richtig, sachlich und auch unfallfrei funktioniert. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Jetzt haben wir wieder sicheren Boden unter den Füßen. Herzlichen Dank, mein Lebensretter. War ich einigermaßen vernünftig da oben? Sehr zufrieden. Sehr zufrieden. Ich bin's auch, aber jetzt haben wir uns ein Bier verdient. Zurück ins Studio. Also das war schon atemberaubend, vor allen Dingen für mich, aber ich glaube auch für Ihre Mannen. Wie zufrieden waren Sie denn mit dem Einsatz auf dem Riesenrad? Also das sind schon echte Spezialisten, die auch sehr viele Stunden üben und auf die kann man sich verlassen. Und das hat mir deutlich gezeigt, dass die Ausbildung was bringt, weil es war schon souverän, wie Sie die Rettung durchgeführt haben. Ich hoffe, Sie haben sich ja einigermaßen sicher gefühlt. Ich habe mich total sicher gefühlt und ich bin auch froh, dass es souverän war, weil wir haben schon gelesen gerade eben hier, meine Referentin hat gesagt, schade, dass ich damals nicht zersägt worden bin, als wir bei einem Dreh beim Volksfest das auch schon mal gemacht haben. Insofern bin ich froh, dass ich heil vom Riesenrad runtergekommen bin. Spektakuläre Aktion. Haben Sie auch spektakuläre Drehtage, wo Sie auch mal vollen Körpereinsatz bringen müssen? Also je teurer die Produktion und je näher am Krimi, desto spektakulärer. Aber nicht wirklich. Das Spektakulärste war eher jetzt in Jagsthausen, weil ich mir beim Götz die Schulter gebrochen habe. Oh ja, wirklich? Ja, beim Schwertkampf. Nee. In der Probe oder im Spiel? Nein, auf der Bühne, also während der Aufführung. Das ist spektakulärer gewesen als jeder Dreh. Es ist halt ein choreografierter Kampf. Und das Schwert blieb im Bühnenboden stecken beim absichtlichen Rückwärtsfallen. Dadurch habe ich mich so verdreht, dass ich auf die Schulter gekracht bin. Am nächsten Tag. Und dann weitergespielt? Da habe ich dann weitergespielt. Ja, man hat Adrenalin und alles, ne? Am nächsten Tag im Krankenhaus wurde das dann festgestellt und dann wurde der Arm fixiert. Und dann habe ich die nächsten Vorstellungen von Analphabetin und Götz mit Ansage
was das Publikum sehr nett honoriert. Ah ja. Ja. Mit einem verbundenen Arm gespielt. Also es ist jetzt, wie Sie sehen, auf dem Weg der Besserung, aber das passiert auch mal. Ich habe gelesen, Ihre Stimme sei hinreißend und Jack Lemmon und Tony Curtis lassen grüßen. Ja. Nämlich Sie haben natürlich eine Frauenrolle gespielt in genau diesem Stück. Das ist ja schon eine Doppelrolle, das ist natürlich eine Herausforderung, dass es nicht ins Klamaukhafte abspielt. Ja, also ich glaube auch wichtig bei allen Frauenrollen ist immer das ein Stück weit auch ernst zu nehmen und nicht, beste Beispiel ist immer Peter Alexander und Heinz Rühmann in Charlies Tante. Mir gefällt persönlich immer Heinz Rühmann besser, weil er die Frau reduzierter gespielt hat und Peter Alexander war meistens immer drüber und so wurde es dann immer glaubhaft. Aber Sie haben ja viel Lob bekommen, ne, dass Sie auch von der Optik her das ganz wunderbar umgesetzt haben. Wie lange haben Sie gebraucht, bis Sie dann in die Frauenrolle geschlüpft sind? Also es kamen tatsächlich immer Frauen danach der Vorstellung und gesagt, Mensch, diese Beine möchte ich auch haben. Im Grunde genommen war es das Kleid, es waren die Perücke und dann ein Gang. Also am besten immer Fuß vor Fuß, also die Obacht immer vor dem Kleid, dass man nichts sieht. Apropos Perücke, Sie tragen auch eine. Ne? Warum tragen Sie denn eine Perücke? Gute Frage. Am Ballermann machen das ziemlich viele, dachte ich, okay, an sich warum nicht, vor allem durch das, dass ich ja also Montag bis Freitag tagsüber bei der Bank bin, dachte ich, muss ich nicht immer auf der Bühne stehen, dann so wie ich auch sonst in der Bank bin, dachte ich, dann habe ich mir mal 10 Perücke bestellt und habe gesagt, die verrückteste nehme ich und das ist die hier geworden. Jetzt treten Sie morgen hier im Gürtelsmeier Festzelt auf, das ist eine weitere Premiere. Ja. Was erwartet uns denn da? Vielleicht können Sie mal gleich eine kleine Probe abgeben, oder? Kriegen wir auf jeden Fall hin und zwar, ich habe einen neuen Song gemacht, der heißt iBims, der Müllsack. Der wird morgen Abend veröffentlicht in YouTube, Spotify, Apple Music und so, wird er auch überall zu finden sein. Und morgen Abend das erste Mal live hier im Gürtelsmeier. Aber die Tuba muss noch schon ein bisschen zum Einsatz kommen jetzt hier. Absolut, ja. Der neue Song gleich? Ja, klar. Okay. Wunderbar! Eine Vorpremiere vor morgen Abend sozusagen. Herr Jochum, ist es schwer, Nachwuchs für die Feuerwehr zu gewinnen? Im Ehrenamt wird es immer schwieriger, weil da einfach die Anforderungen in Beruf und Schule so weit sind, dass man einfach die Leute schwerer greifen kann. Im Hauptamt ist es so, dass noch Nachwuchs da ist, aber da lässt er auch schon so langsam nach. Da sind wir jetzt auch bei den nächsten Projekten, da sind wir auch bei Ihren nächsten Projekten. Wie geht es denn weiter nach Jagsthausen für Sie? Also zuerst bin ich sehr geehrt, in der Hauptjury des Deutschen Schauspielerpreises zu sein. Der wird am 22.09. in Berlin vergeben. Die Preisträger sind noch nicht bekannt, nur einen und das sage ich natürlich jetzt nicht. Aber das war eben auch viel Vorbereitung für uns. Dann spiele ich im Oktober in Oberhausen im Ebertbad wieder Ladies Night. Dann bin ich wieder im Altonaer Theater unter der Regie von Eva Hosemann, Ronja Räubertochter. Dann kommen Sie auch wieder nach Jagsthausen zurück? Wenn man mich haben möchte, komme ich sofort wieder. Ich muss extra eine Frage stellen. Philipp Moschitz, der letztes Jahr bei uns war, Sie erinnern sich natürlich an seinen Auftritt als Zorro hier im Festzelt. Er hat gefragt, ob Sie wieder mit ihm spielen möchten nächstes Jahr oder noch einmal. Ich soll Sie extra hier fragen, hat er mir aufgetragen. Ja, natürlich. Wo ist die Kamera? Lieber Philipp, es wäre mir eine große Ehre und Freude, mit dir wieder spielen zu dürfen. Ja. Apropos Schauspieler, ich habe gelesen in einem Artikel über Sie, dass Sie gesagt haben, heute würden Sie den Beruf nicht mehr ergreifen, weil es immer härter wird, auch was die Gagen angeht, was die Situation der Schauspieler insgesamt angeht. Ja. Ja? Als ich den Beruf erlernte, mit Diplomabschluss etc., da war das irgendwie noch, ich sag mal, eine Bank. Wir sind ins Engagement gekommen, ans Theater, wir haben Festverträge bekommen. Das ist mittlerweile alles so aufgeweicht, es werden Proben nicht mehr bezahlt, was ja eigentlich die Hauptarbeit ist. Die Gagen bei Drehtagen gehen runter, zum Beispiel auch die Tage. Wenn ein Tatort früher 27 Drehtage hatte, hat er heute 21 Drehtage. Trotzdem müssen 90 Minuten gefüllt werden. Die Arbeitszeiten verlängern sich. Es ist hart, deswegen bin ich auch sehr engagiert am BFFS, im Berufsverband Schauspiel, die übrigens auch den Schauspielerpreis verleihen, weil wir mit der Politik zusammen, Gott sei Dank, auch nach und nach zwar und wirklich mühselig teilweise, aber Erfolge erzielen, dass das wieder nach oben geht. Wir haben zum Beispiel den ersten Tarifvertrag für Schauspieler im Film-Fernsehgewerbe abgeschlossen, den es überhaupt je gab. Also gab nie vorher einen.
Schön, dass Sie dafür kämpfen, für die Qualität. Apropos Qualität, Sie machen so viel in Neuenstadt, nämlich nicht nur auf der Bühne. Sie sind auch für das Mitaussuchen der Stücke mitverantwortlich. Und Sie gestalten auch hier dieses Plakatmotiv beispielsweise, das wir gerne noch einmal zeigen. Also ein wahrer Tausendsasser, oder? Ja, also mir hat auch immer das hinter den Kulissen sehr viel Spaß gemacht in Neuenstadt, weil wirklich Neuenstadt funktioniert wie ein kleines Stadttheater. Es funktioniert in verschiedenen Sparten und da hat jeder wirklich einen qualitativen Anspruch, der sehr, sehr hoch liegt. Also das macht wirklich hinter den Kulissen genauso viel Spaß wie vor den Kulissen. Und Sie moderieren, Sie haben bei Magie der Stimmen moderiert in Heilbronn. Genau, 2014 war das. Moderation mache ich auch ab und an bei Chorkonzerten oder so. Genau, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Also wenn jetzt demnächst hier der Verjüngungsprozess bei Volksfest TV einsetzt, dann wissen wir schon, dass wir einen Nachfolgermoderator hier auch in der Region haben. Dann denken wir dann an Sie dementsprechend. Micha, Sie sind aber nicht nur hier im Partyrhythmus unterwegs, Sie sind auch Dirigent bei zwei Orchestern in diesen jungen Jahren. Wie kommt das? Ja, also durch das, dass ich ja schon immer viel Musik gemacht habe, habe ich irgendwann mal so einen Mentorenlehrgang gemacht und dann auch noch einen Dirigentenlehrgang. Und seitdem bin ich jetzt bei zwei Orchester, einmal das Jugendorchester in Brackenheim und dann noch das Jugendorchester in Nordheim. Unglaubliches Programm, also da kann man nur sagen, Hut ab. Wir sind mal gespannt, was noch alles kommt. Wir freuen uns auf morgen Abend. Und da sind wir schon beim Programm der nächsten Tage hier auf dem Festplatz in Heilbronn. Nämlich es gibt am Sonntag natürlich wieder den großen Frühschoppen mit Live-Musik im Musikverein Kirchhausen. Am Freitagabend natürlich hier Micha Giebles Auftritt. Und ich glaube, das lohnt sich hier ins Festzelt zu kommen. Sonntagabend dann das große Abschlussfeuerwerk. Und nach den guten Besucherzahlen der letzten Tage, denke ich, da kann man sich einiges davon erwarten. Das war die letzte Folge Volksfest TV für dieses Jahr. Herzlichen Dank allen hinter den Kulissen, die hier die gesamte Vorarbeit gemacht haben, die an der Umsetzung beteiligt waren. Ich bedanke mich stellvertretend an allen Studiogästen, dass ihr euch Zeit genommen habt, hier bei uns im Festzeltstudio vorbeizuschauen. Und vor allen Dingen bei den vielen tausend Zuschauern, die auch dieses Jahr wieder mit dabei waren bei Volksfest TV. Und eine Frage wird immer gestellt zum Schluss, geht's denn weiter? Na klar, es geht weiter im nächsten Jahr. Wir freuen uns drauf, Sie hoffentlich auch. Das war's für dieses Jahr. Zum Wohl.